Das Satirefestival im Schwechater Theaterforum ist diese Tage zu Ende gegangen. Wir zeigen einige der Highlights. Bah, der eine hat da gespielt. Wie heißt der eine von Stermann und Grissemann? Stermann. Na, der andere. Wenn Sie zum Beispiel brav einzeln für den Tierschutzverein, für Ihre vier Pfoten und so was spenden, und für die armen Hunde in der Ukraine, das ist ja Wahnsinn, was sie da auf die Straße und anzünden, also beim Lebendigkeit dann spenden, ihren Katze beim super Fressnapfengeschäft die Spielzeuge kaufen und das und das und das und das. Also alles tun, ja, was man noch machen kann, um die Tierliebe zu zeigen. Ja. Und dabei war kein einziges mehr auf die Idee gekommen, wie viele Tiere sie aktiv jeden Tag schützen könnten, wenn sie ganz einfach auf ihr tägliches Wurstzimmer verzichten würden. Ja, das macht 56,80 €. Haben Sie eine Payback-Karte? Nein! Nein, ich habe keine verdammte Payback-Karte! Jedes Mal, wenn ich hier einkaufe, fragen Sie mich, ob ich eine Payback-Karte habe. Und noch nie hatte ich eine! Seit 3 Jahren komme ich 2-mal die Woche her. Bei 52 Wochen im Jahr sind das 312 Mal. 312 Mal haben Sie mich gefragt, ob ich eine Payback-Karte habe. Und 312 Mal habe ich Nein gesagt. Das wird sich auch nicht ändern, wenn Sie mich noch 312 Mal fragen. Tatsächlich ist es so, je öfter ich gefragt werde, ob ich eine Payback-Karte habe, nur schlechte Nachrichten im Großen und Ganzen. Fürchterlich. Nein, nichts, worüber man sich freut. War schreckliche Nachrichten. Da können Sie sich erinnern, zum Beispiel in Wien, in Schönbrunn im Tiergarten. Das Elefantenbaby ist gestorben. Du, aber gerade was dieses Thema betrifft, gibt es ja auch gute Neuigkeiten. Und zwar, es gab ja vor kurzem schon wieder Nachwuchs. Mit großen Ohren. Das stimmt, und der Papi hat viel mehr Zeit für den Kleinen, als er gedacht hätte. Ja, aber das wollte ich auch, wenn ich schon mal hier bin, gleich mal sagen. Also es heißt nicht Gyros, ja, es heißt Gyros. Auch wenn G-Y in Deutschland heißt Gyros, okay, Gyros. Das heißt, wenn Sie das nächste Mal zum Griechen essen gehen, dann bestellen Sie sich einen Gyros. Und ich schwöre es Ihnen, der wird sich so freuen. Die werden sich dort so freuen, wenn Sie Gyros bestellen. Sie werden den ganzen Abend werden Sie Uso gratis kriegen. Also, wenn Sie das Geschnodder saufen können, gell? Also, wer trinkt Uso? Ganz ehrlich, wer sagt, ja, Uso ist okay, ja, okay, die sitzen eh weit genug entfernt, okay, passen sie auf, okay. Ja, na, das ist wirklich so, na, Uso, das geht, ich sag immer, wer Uso trinkt, der frisst doch kleine Kinder, aber bitte. Morgen ist Freitag, da kommen die Gutsons von nebenan zum Kaffee. Und wann kommen dann die Russen zum Kaffee? Wieso sollten die Russen sonst zum Kaffee kommen? Ja, was fragst du mich das? Du hast sie eingeladen. Ja, ich meine, das ist schon ein heikles Thema. Ich glaube, es gehört darüber geredet. Hm? Wenn Sie jetzt denken, oh, die Brenner Kasper, die muss schon wieder schweinigeln in ihrem Programm, die ordinäre Pfluder. Ja? Aber es ist halt eine Tatsache, dass die nach dem Gebären von 3 Kindern beim Trampolinspringen der Unterherrstock gossen will. Das ist ganz normal. Also ich brauche schon zumindest eine Feuchtigkeitscreme, das ist das Mindeste. Ja, oder wenn ich aus der Dusche steige, ist meine Haut ganz trocken. Dreh halt mal das Wasser auf. Ich bin 87 geboren. Ich glaube, ich gehöre noch zur letzten Personengruppe, die erzogen worden ist mit dem Satz, wenn wir uns verlieren, treffen wir uns um 12 beim Haupteingang. Einfach wegen der Atemwege. Ja, also, es sind da drinnen Materialien verbaut, die darfst du in der EU seit 1992 nicht einmal mehr entsorgen. Also, das ist wirklich interessant. Also, das geht dann alles containerweise nach Indien, ja, weil nur in Indien kann das fachgerecht auf die Deponie kommen, ja, wo es dann der Monsun gemütlich ins Grundwasser auswascht. Ja. Ja, macht man, denke ich mal, schon skrupellos, ne? Was willst du machen, ne? So sind's die Inder.